Hallo, liebe Einkommens- und Value-Investoren. Na, den Weihnachtsbraten gut verdaut? Nun, die Tierchen, die da verspissen werden zum Weihnachten, die brauchen natürlich viel Futter. Und diese Futterpflanzen, was brauchen die? Auch Futter, nämlich Dünger. Und deswegen, heute müssen wir noch einen Wert aus dem Aktienmarkt Polen nachverfolgen, nämlich Grupa Azoty. Die wollten wir uns nochmal genau anschauen. Und da ein Einzelwert ja etwas langweilig ist und man etwas zu wenig dabei lernt, wollen wir uns natürlich dabei schwind gleich den Markt für Düngemittel anschauen und vergleichen mit einem anderen Kandidaten, den ich mir schon lange auf der Liste hatte, nämlich Fosagro aus Russland. Das wird ziemlich spannend. Na dann, mal los! Willkommen bei Outside Invest, dem neuen YouTube-Kanal für Value- und Einkommensinvestoren. Nun, bevor wir losstarten, in die Aktien reinzuschauen, müssen wir uns mit den ganz bodenständigen Dingen beschäftigen natürlich. Dünger, was ist denn das? Nun, da gibt es verschiedene Sorten. Zum einen mal, und das ist hier der relevante, gibt es den sogenannten Mineraldünger. Das sind Salze, also von Mineralien wie Phosphate, Nitrate, also Stickstoff, Kalium, Calcium, Magnesium oder Schwefel. Also Stoffe, die die Pflanzen brauchen, um zu wachsen. Dann gibt es aber auch die organischen Dünger. Das sind eben organische Verbindungen aus Ausscheidungen oder Pflanzenteilen, schön formuliert. Beispiele wären da Mist oder Gülle, was der Bauer aufs Feld fährt, Kompost, was wir auch im Garten machen, im Prinzip dann wieder verteilen, Hornspäne, Stroh, also das mischt aus Stroh inklusive Mischt, was aus den Ställen kommt, Gärreste von Vergärung und so etwas wie Klärstaubschlamm, was ja auch schon in den Neuigkeiten war. Also das sind unbedingt die zwei Kategorien. Und natürlich hier in diesem Fall interessieren wir uns hauptsächlich für die Mineraldünger, die sich auch industriell hergestellte Dünger schimpfen. Bei den Düngern gibt es jetzt auch verschiedene Klassifikationen, Fest- versus Flüssigdünger, also wie werden sie ausgebracht, organische versus Mineraldünger, das war diese Hauptunterscheidung, Makro- oder Mikronährstoffe, Einzel- oder Multinährstoffdünger, also macht man eine Mischung oder das ist nur Stickstoff oder nur Schwefel, Boden- oder Pflanzendünger, also wie wird dieser Stickstoff oder dieser Dünger aufgenommen und schnell versus langsam wirkende Dünger, also zum Beispiel Langzeitdünger, der seine Nährstoffe über die Zeit nur abgibt oder einen, der gleich so einen Booster macht. Nun, warum braucht man das? Gut, klar, man fördert das Pflanzenwachstum. Ne? Das heißt, Vermeidung von Mangelerscheinungen und zu verhindern, dass man Ernteausfall bekommt. Und dann ist ja da immer das beliebte Argument, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, brauche ich eben mehr Ertrag auf dem Feld. Und für diesen mehr Ertrag muss ich eben mehr düngen, damit meine Pflanzen schneller wachsen, mehr Früchte bringen, etc. So, klingt ja erstmal Düngemittelhersteller ganz okay, ne? Aber man muss sich schon klar sein, aus ESG-Perspektive ist Düngemittelherstellung tatsächlich teilweise etwas problematisch, ne? Weil es gibt sehr viele Probleme damit. Bekannt ist, ne, wenn man das nicht ganz klar sauber dosiert, dann gibt es eine Überdüngung des Bodens, was dann dazu führt, zum Beispiel, dass Nitrat ins Grundwasser ausgespült wird und das Grundwasser dabei verschmutzt wird. Oder in dem Dünger können auch Schadstoffe sein, also sowas wie Uran oder Cadmium, also Schwermetalle, die man definitiv eigentlich nicht im Boden, vor allem nicht im Boden, der Pflanzen wachsen soll, haben möchte. Dann Düngemittelherstellung ist teilweise auch sehr intensiv in der Herstellung, energieintensiv. Und insofern in der heutigen Sicht natürlich nicht besonders gut, was die CO2-Bilanz etc. angeht. Dann gibt es so Dinge wie, dass Düngemittel sich zersetzt auf dem Feld und Ausdünstungen hat, zum Beispiel Schadstoffausdünstungen wie zum Beispiel Lachgas. Und Lachgas ist eben ein Klimagas, das noch schlimmer ist als CO2 eigentlich. Und das will man eigentlich vermeiden. Und dann stellt sich natürlich die ganze Frage, industrieller Mineraldünger in Massen ausgebracht, das ist an sich diese industrielle Landwirtschaft. Und zumindest hier in Europa sind wir auf dem Weg in eine ökologische Landwirtschaft, wo man vielleicht mehr den organischen Dünger einbringt. Aber nichtsdestotrotz ist Dünger natürlich etwas Notwendiges und deswegen gehen wir mal weiter, uns damit zu beschäftigen. Nun, dann schauen wir uns erstmal an, was sind denn die Hauptproduktionsländer für Düngemittel? Nun,
Da ist zum einen mal die USA mit The Mosaic Company oder CF Industry, zwei große Hersteller. Dann gibt es Kanada mit dem allergrößten von denen, nämlich Nutrien, früher auch genannt Potash. Kommen wir gleich dazu. Dann in Norwegen, auch ein großer, ist Yara. Dann in Polen, unser kleiner, Grupa Azoty, den wir heute anschauen wollen. Deutschland, vielleicht auch bekannt, K&S. Kali und Salpeter, was sagen wir? Genau, dann interessanterweise in Israel gibt es ICL. In Belarus, also Weißrussland, Belarus Kali, starker, großer Kali-Hersteller. Und natürlich dann in Russland, Ural Kali und Voss Agro. Voss Agro davon werden wir uns heute auch betrachten als Gegenpart zu Grupa Azoty. Und dann schließlich natürlich China, darf nicht fehlen, mit Sinofert. So, das sind sozusagen einige der großen Produktionsländer und Hersteller für Düngemittel. Nun, wenn wir uns den Markt so anschauen, dann wird der Markt von fünf großen Playern im Prinzip dominiert. Also das Nutrien, Yara, The Mosaic Company, CF Industries und ICL aus Israel. Gut, keiner von denen hat mehr als 5,5% Marktanteil. Man kann also nicht sagen, dass es hier keine Konkurrenz gibt. Die sind immer noch relativ klein. Sieht in anderen Märkten ja anders aus. Nun, der Markt 2020 hatte eine Größe von ungefähr 138 Milliarden US-Dollar. Marktwachstum von 2020 bis 2021 war so 8,2% und erwartet wird von 2025 oder bis 2025 ein Wachstum auf 150 Milliarden US-Dollar. Also wie gesagt, hier industrieller Dünger. Und das wäre ein jährliches Wachstum von ungefähr 2%. Das heißt, wie man auch oben sieht, wächst der Markt so langsam mit ein paar Prozent vor sich hin. Also das ist jetzt hier der Controlled Release, also Langzeitdünger. Aber das ist natürlich einer der wichtigen Teile vom Markt. Was sieht man hier noch? Asia Pacific nimmt natürlich zu. Alle wachsen so ein bisschen mit, aber hauptsächlich Asien ist hier stark dran beteiligt. Ich mache mich mal ein bisschen klein. Hier ist eine etwas ältere Grafik, wo ein paar mehr der Player drauf sind, aber man sieht, Potash und Agrium, dies haben Merger gemacht zu Nutrien und Nutrien ist jetzt der größte Düngemittelhersteller. Dann eine Mosaic Company, Ural Kali hier noch dabei, Belarus Kaliari, OCP Group, der ist aus Marokko, CF Industry, ICL aus Israel und K&S. Hier sieht man, unsere Kandidaten, die wir betrachten wollen in diesem Video, sind da alle immer noch nicht drauf. Deswegen schauen wir uns mal eine etwas größere Liste an. Was gibt es denn sonst hier so an Düngemittelhersteller? Nun, Nutrien aus Kanada. Rechts habe ich euch jeweils immer die Tickersymbole und die Börse hingeschrieben. Ist sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der NYSE gelistet. Yara ist eine norwegische Firma, wie gesagt, ja aus OSL, also Oslo Stock Exchange. Mosaic Company und CF Industries aus USA an der NYSE. ICL Fertilizers in Israel, aber auch an der NYSE gelistet. Tase, interessant, scheint irgendwie die Börse in Israel zu sein, kannte ich noch nicht. Genau, dann Ural Kali, eine russische Firma, sehr interessant, leider delistet, kann man also nicht mehr kaufen. Belarus Kali, Weißrussland, gibt es auch keine Aktie, Staatsbetrieb. Group OCP, also das Marokko, leider auch keine Aktie. Ma'aden, Saudi-Arabien. Tadawul scheint die saudi-arabische Börse zu sein, habe ich auch noch keine Erfahrung, aber müssen wir mal anschauen. K&S AG aus Deutschland. Sociedad Química y Minera, SQM aus Chile, auch an der NYSE gelistet. Coromandel gibt es dann noch in Indien, also wenn dieser Markt interessiert, in der indischen NSE ist die Stock Exchange in Indien. Sinofert, wie gesagt, in China, hier die Aktie aus Hongkong. Dann schließlich und endlich kommen wir hier zu Voss Agro aus Russland, an der MOEX entsprechend, wo ich es kaufen würde. Und Sabic Agri Nutrients, da gibt es eine zweite Firma hier in Saudi-Arabien. Und schließlich und endlich noch Grupa Azoty aus Polen, ADT, an der Warschau Stock Exchange. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, kleinere, aber ich sag mal, das sind so die bedeutenden, wichtigen Player. Und ihr seht, die zwei Kandidaten, die wir uns anschauen wollen, die sind ganz unten. Außenseiter, wie wir es gewöhnt sind. Nun, dann schauen wir uns mal an, was sich so 2020, 2021 an den Düngermärkten so getan hat. Und hier ein paar Preise für solche Mineraldünger, Phosphor, Kalium oder Salpeter und Harnstoff, also
Stickstoffdünger entsprechend. Und man sieht hier in 2021 riesen Ausbrüche nach oben. Das heißt, die Preise sind explodiert am Spotmarkt. Gegenüber 2007, die Vertex fangen hier an von 2017, also exorbitant gestiegen. Das heißt, was passiert hier? Nun, wie auch sonst, ne? Lieferketten, Probleme, wir kommen gleich da drauf. Und es geht weiter, ne? Dann haben einige Länder wie Russland oder China haben Exportbeschränkungen gelobt und schränken den Export von Mineraldüngern von ihren Herstellern ein, um eben die heimische Landwirtschaft und die Nahrungsmittelpreise zu schützen. Das kam so lang bis in, ich glaube, das war Oktober, November, jetzt vor kurzem dieses Jahr, dass einige Düngemittelhersteller sogar Fabriken schließen mussten in Europa wegen hoher Gaspreise. Gaspreise? Ja, manche Dünger wie Ammonium wird aus Gas hergestellt. Und die Abnehmer, also die Landwirtschaft, ist nicht bereit, diesen hohen Preise zu zahlen und deswegen hat man schlicht und einfach die Fabrikation eingestellt. Inzwischen laufen die Fabriken wieder, aber trotzdem, das sind schon ziemlich drastische Dinge, die hier vor sich gehen. Das heißt, bei Dünger gibt es eine Inflation und zwar eine ziemlich krasse. Das heißt, es führt zu Düngerknappheit, das kann zu Ernteausfällen führen nächstes Jahr. Das sind die höchsten Düngerpreise seit 10 Jahren und diese Düngerpreisinflation wird eben dafür sorgen, dass eventuell nächstes Jahr auch die Nahrungsmittelpreise stark steigen werden. Da hat man hier schon mal einen ersten Blick auf nächstes Jahr 2022. Nun, was ist denn da passiert? Schauen wir uns das mal an mit dem Mittel des System Dynamics oder System Thinking. Wie ich ja im letzten Video schon angekündigt habe, das ist ganz interessant. Und dabei geht es um, wie funktioniert das System? Wie funktionieren die Feedback Loops, die in diesem System drin sind, die sich dämpfen oder verstärken? Und hier haben wir es, wie wir sehen werden, eben mit so einer sich selbst verstärkenden Feedback Loop zu tun. Nun, die Ausgangslage. Wir haben hohe Gaspreise für Ammonium. Wie gesagt, interessant, aber aus Gas wird tatsächlich Dünger hergestellt. Dann die hohen Transportkosten, weil es wird ja Dünger um die halbe Welt geschifft, weil die Hauptanbaugebiete sind zum Beispiel in Südamerika, hergestellt wird der Dünger aber in Kanada oder in Russland. Und dazu kommen eben dann diese gestörten Lieferketten, also alles, was sich auf Schüttguttransporte in dem Fall auswirkt oder Covid-Pandemie in den Ursprungs, bei den Herstellerfirmen zum Beispiel, wirkt sich eben hier aus. Was ist der Effekt davon? Nun, höhere Düngerpreise, wie wir gesehen haben. Hoch geht's in 2021. Was passiert, wenn die Preise massiv steigen? Nun, die Landwirte beschweren sich, natürlich zu Recht, und es wird erstmal kurzfristig eine Kaufzurückhaltung geben. Diese Kaufzurückhaltung, weil die Landwirte nicht bereit sind, den Preis für den Dünger in beliebiger Höhe zu zahlen, führt dazu, dass Produktionsschließungen gibt, wie wir gesehen haben. 1 bis 2 Wochen mindestens. Das führt dazu natürlich, dass Dünger, der ja jetzt gerade für nächstes Jahr gekauft wird, erstmal knapp wird. Wenn es knapp wird, was machen die Leute? Sie bunkern. Sie versuchen also von den Dingen, die knapp sind, wo teuer sind, jetzt noch kurz und schnell zu kaufen. Was führt dazu? Vorratskäufe führen wieder zu, also mehr Nachfrage, zu bei gleichbleibend niedrigem Angebot, führt zu noch höheren Düngerpreisen. Führt zu Kaufzurückhaltung und so weiter. Das führt natürlich auch dazu, dass eventuell nächstes Jahr weniger gedüngt wird. Weniger Düngung kann bedeuten Ernteausfälle oder zumindest weniger Ertrag. Muss ja nicht gleich ein Ausfall sein. Was dazu führt, dass durch entweder A die hohen Düngerpreise als auch durch die Ernteausfälle eventuell die Nahrungsmittelpreise steigen. Was dazu führt, dass Länder wie Russland oder China Exportrestriktionen verhängen. Was ja passiert ist jetzt schon. Was dazu führt, dass in anderen Ländern Dünger wieder knapper wird. Und so dreht sich die Spirale. Und am Ende, was passiert ist durch hohe Nahrungsmittelpreise, wo ja wieder in sich auch eine negative Feedback-Loop ist, oder eine sich verstärkende, führt im Endeffekt zu hoher Inflation. Und Inflation ist etwas, das wir als Bürger alle zahlen müssen. Am Endeffekt, alles müssen wir zahlen. Und so schlägt sich sowas Interessantes wie hohe Gaspreise über den Dünger plötzlich auf die Nahrungsmittel durch. Das ist etwas, was ich interessant finde, wenn man versucht, solche Systeme zu verstehen. Und in der Politik redet da momentan noch niemand darüber. Ne? Aber vielleicht werden sie die Politiker irgendwann mal ja auch kapieren. Und es wird irgendwann mal in den Nachrichten erscheinen.
So, dann wenden wir mal uns dem ersten Kandidaten zu, den wir heute anschauen wollen, und das ist Grupa Azoty. Deswegen sind wir hier. Eine Aktien aus dem polnischen Aktienmarkt, Ticker ATT an der Warsaw Stock Exchange, polnische ISIN und die Internetadresse hier angegeben. Ist etwas schwierig, die englische Seite zu finden, aber das geht dann doch. Grupa Azoty ist ein Konglomerat, also eine Dachgesellschaft, die verschiedenste Unterfirmen hat, die in der Regel eine Mehrheitsbeteiligung daran haben. Man sieht, man hat hauptsächlich in Polen Tätigkeitsfelder und etwas in Deutschland, eine Firma interessanterweise, oder zwei Teile hier. Das scheint ja auch zu Deutschland zu gehören. Und das heißt, verschiedenste Firmen, an denen man beteiligt ist. Grupa Azoty, man sieht eben diese Unterfirmen, die stellen jetzt eben verschiedenste Dinge her. Einige von ihnen tatsächlich Dünger, hauptsächlich Nitrogen, also Stickstoffdünger. Aber wie man eben sieht, auch da ist ein Railway Service Provider, also eine Bahn, braucht man natürlich für Dünger, Transport, Schwefelherstellung, Kunststoffe, Polyamide, Projektgesellschaft und hier dann Titanweiß ist eine Farbe. Neben den Düngern hat man hier eben auch chemische Produkte wie Alkohole oder Plastik, also Kunststoffe, die man herstellt. Melamin ist auch so ein Kunststoffteil. Und hier in Deutschland auch eine Firma für Spezialdünger. Das heißt, es handelt sich ja nicht nur um einen Düngerhersteller, sondern um eher einen Düngerhersteller mit einem zweiten Standbein in der Chemie. SA übrigens steht für Aktiengesellschaft in Polen, wie wir letztes Mal hatten. Schauen wir uns mal geschwind die Shareholder-Struktur an. Das sieht man mit 33% State Treasury, ist also der polnische Staat hier drin. Die anderen sind weniger bekannt, institutionelle Investoren. Und hier Other, das ist dann 28% Free Float. Ist nicht besonders viel, aber okay. Staat drin zu haben, muss ja auch nicht immer schlecht sein. So, hier seht ihr nochmal die Landkarte mit den verschiedenen Werken und was in den entsprechenden Werken jeweils hergestellt wird. Zur Compo Expert GmbH gibt es auch eine Niederlassung in Spanien, die eben hier Spezialdünger vertreibt. Wie gesagt, Geschäftssegmente sind Dünger für die Landwirtschaft, Kunststoffe, Chemikalien, Energie, also man hat eigene Energiegewinnung und andere Aktivitäten. Es handelt sich hierbei allerdings um eine nicht vertikal integrierte Firma. Das heißt, man kauft die Rohstoffe ein. Das heißt, man hat keine eigenen Minen dafür, sondern man stellt im Prinzip diesen Dünger her aus eingekauften Rohstoffen. Das Gas, das man hier braucht für Ammonium, kommt von PGNiG SA. Die haben wir letztes Mal gesehen, das war dieser Gasspezialist in Polen. Phosphat kommt aus Afrika, Kohle aus Polen. Klar, hat man natürlich entsprechend und man hat hier entsprechend langfristige Zuliefererverträge. Dann mal welches Segment wie viel beisteuert, sieht man zwar schon, dass der Fertilizer, also der Düngemittelbereich, am meisten hat, hier über 50%, aber immerhin fast 30% Chemikalien, Kunststoffe im Prinzip dazu treiben. Das heißt, es ist eigentlich kein Pure Play im Düngemittelherstellung, sondern eigentlich ein halber Chemiehersteller. Ein paar Kennzahlen, KGV 11, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, letzte Woche vor Weihnachten, sorry. Marketkapitalisierung 3,71 Milliarden polnische Zloty, was ungefähr 800 Millionen Euro entspricht. Das heißt, eher ein kleinerer Wert hier, was wir vor uns haben. So, wenn wir uns mal anschauen, wohin liefert Grupa Azoty ihren Dünger hauptsächlich, dann sieht man tatsächlich fast 50% im Inland, also in Polen, relativ viel noch in der Europäischen Union, in andere europäische Länder, und klein wenig in Südamerika, Nordamerika und Asien. Das heißt, wir haben es dann doch mit einem Wert, der einen starken Fokus auf Inland und europäischen Markt hat. Also hier sieht man auch nochmal die Verteilung: Polen, Deutschland, andere EU und überhaupt andere, nur 12,3%. Das ist natürlich mehr so ein regionales Play. Nun, die Position von Grupa Azoty beim Düngerhandel, man muss sagen, in Europa, natürlich Nummer 1 in Polen, yeah. Nummer 3 in Europa, behauptet man hier, hinter BASF, also Herstellung und Handel. Und das wäre natürlich ganz gut in Europa. Ne? Natürlich ist Düngemittelhandel ein Geschäft, das eigentlich weltweit funktioniert. Und ich sage mal, die großen Abnehmer sind ja eher in Südamerika, Nordamerika, China etc.
Dann von der Chemikalienseite, Kunststoff, hier ist man auf Position 5 in der EU. Ne? Dann Melamin, wie gesagt, das ist ein Grundstoff, feuerhemmend, mit dem werden Holzplatten etc. beschäftigt, ein Kunststoff dafür, wo man hier herstellt, auch aus Stickstoff. Das heißt, Stickstoff ist tatsächlich hier ein großer Teil, sowohl bei der Düngerherstellung als auch bei der Kunststoffherstellung, wo man hier verwendet. Und hier hat man eine ganz gute Position, Nummer 3 in der EU. In Polen immer Nummer 1 natürlich. Yeah. Sorry. Und Oxo-Alkohole, für was man das braucht, habe ich nicht nachgeschaut. Also ja, so klingt es ganz gut. Wenn ich allerdings die anderen Statistiken anschaue, was weltweite Präsenz angeht, Position angeht, dann muss man sagen, da taucht Grupa Azoty niemals überhaupt auf. So, die strategischen Ziele von Grupa Azoty sind 14% EBITDA-Marge und 60% Dividend-Yield. Ich sag mal, ambitioniert, da muss man noch etwas dran arbeiten. Unterstützt wird es natürlich momentan durch die steigenden Düngemittelpreise durch die Bank und in Q4, wenn man das hier noch weiter malt, dann geht es noch deutlich weiter aufwärts. Wo investiert man momentan? Tatsächlich einen relativ großen Anteil in Wachstum, das heißt, man hat Wachstumsambitionen und nur kleinere eben in Ausgaben, die man sowieso machen muss oder für Maintenance. Die Schuldenratio. Wenn ich mir zum Beispiel die Total Debt Ratio anschaue, okay, oder Interest Cover Ratio, das ist gut doppelt gecovert durch die Einnahmen. Das ist nicht so richtig viel. Also ich habe hier schon 400 irgendwas gesehen bei anderen Firmen. Das könnte tatsächlich doch noch besser sein, auch wenn es natürlich erstmal gecovert ist. Möchte man also hier tatsächlich auf einen Dividend Yield von 60% kommen? Zweifel. Natürlich muss man bei diesem gesamten Geschäft jetzt sagen, zur Energieerzeugung werden hauptsächlich Kohlekraftwerke momentan noch verwendet. Das heißt, das ist aus Umweltgesichtspunkten A wegen der Chemiestätte und B wegen der Energieerzeugung jetzt nicht so prickelnd. Man macht zwar Modernisierungsmaßnahmen, also hier unter Maintenance vermutlich. Dann wird natürlich auch Gas verwendet, eben für diese Ammoniakproduktion. Und das ist nicht das russische Gas von Gazprom, ne? Weil Polen und Russland verstehen sich ja nicht so prächtig. Das heißt, das ist ja Gas von PGING. Das heißt, norwegisches Gas könnte sein, das ist auch nicht ganz so günstig. Und man verwendet auch im Prinzip so Chemiestoffe wie Benzen oder Phenol. Also wem das was sagt aus der Schule noch, das ist ziemlich ekliges Zeug. Damit möchte man eher nicht in Berührung kommen. Also das ist ein übler Chemiewert, um es mit meiner Sprache mal zu sagen. So, dann mache ich mich mal ganz klein für die Finanzen. Wobei, ja, schauen wir mal. Okay, man sieht hier die Ergebnisse von Q3. Okay, etwas negativ, also Losses bei Sales und EBIT in diesem Düngemittelmarkt. Seltsam, verstehe ich noch nicht ganz. Aber grundsätzlich von letztem Jahr, also Q3 2020 auf Q3 2021, hat man hier eigentlich in allen großen Sparten, also Dünger, Kunststoffe und Chemikalien, große Zuwächse gemacht. Das ist schon mal relativ interessant und gut. Dann hat man 11 Milliarden Zloty Plant Equipment etc. Klar, natürlich, so eine Firma hat viele Assets. 1 Milliarde Zloty Intangible Assets scheint mir allerdings für einen Düngemittelhersteller etwas viel, weil was macht der? Software? Und dann das Zweite, was mir etwas auffällt, Trade and Other Receivables, also ausstehende Einnahmen von 3,5 Milliarden Zloty. Das ist doch etwas viel und auch massiv gewachsen von letztem Jahr. Also was geschieht da? Das gefällt mir nach dem Literaturstudium meinerseits nicht so richtig. Borrowings, also langfristige Schulden mit 4 Milliarden, ist an sich im Verhältnis zu den Equity oder zu den Assets eigentlich ganz okay. Auch Goodwill ist nicht massiv, gut 300 Millionen. Wenn man wachsen möchte, könnte sein, man hat irgendjemand gekauft. Wie gesagt, was mir eben wesentlich nicht gefällt, ist diese Trade Receivables etwas zu hoch. Wenn man sich nochmal die EBITDA-Marge ansieht, dann war die tatsächlich relativ niedrig letztes Jahr, oder sagen wir von 10, und ist eigentlich gesunken auf 7,7. Ne? Zur Erinnerung, man möchte 14% EBITDA-Marge erreichen.
Das heißt, das scheint nicht ganz einfach zu sein hier. Gut, die Profit Margin auch selbst ist auch gesunken und das eigentlich in einem Erholungsjahr. Und auch die Return on Capital Zahlen hier sind jetzt nicht der Hammer. Das heißt, zusammenfassend für mich ein Chemiegeschäft mit relativ niedrigen Margen und hohem Umlaufvermögen oder zumindest ausstehenden Bezahlungen gefällt mir nicht so richtig. Ist nichts Besonderes, sage ich mal so. So, und deswegen schauen wir uns gleich den zweiten Kandidat an, den wir zum Vergleich heranziehen wollen, und zwar Voss Agro. Voss Agro ist schon länger auf meiner Liste an russischen Aktien. Ist nämlich Ticker VOR an der MOEX und der London Stock Exchange, allerdings hier nur GDR. Russische ISIN, hier die Webseite, wenn es euch interessiert als Investoren. Voss Agro ist ein interessanter Wert. 60 Jahre Deposit-Jahr-Lifetime, das heißt, wie lange sind die Lagerstätten, liefern die noch etwas Mineralien? Nummer 1 weltweit, in Russland, sorry, und global Nummer 4, wobei man sagen muss, für Phosphordünger. 77% Payout Ratio, da müsste doch was drin sein für Dividendenjäger. Schauen wir mal. BBB Minus Rating, das ist knapp unter Investment Grade. 33% EBITDA, das ist ja ganz interessant. Nummer 1 bezüglich Kosten, das ist immer wichtig, weil wenn ein Hersteller eben günstig produzieren kann, dann hat er entsprechende Margenvorteile. Das klingt interessant. Wie gesagt, London Stock Exchange und MOEX. Ich kaufe natürlich immer an der MOEX die Originalaktie. GDR an der London Stock Exchange, die Originalaktie an der MOEX über CapTrader oder einen anderen Reseller von Interactive Brokers. Ansonsten schauen wir mal hier auf die Tabelle. Revenue, okay, nicht so arg gestiegen. Jetzt mal schauen, 2021 Zahlen kommen ja noch hinten, weiter hinten. EBITDA gut gestiegen, EBITDA-Marge stark gestiegen. Das ist natürlich sehr toll, auch Free Cashflow. Schulden stabil geblieben und die Net-Debitor-EBIT-Rate deutlich gesunken. So mag man das. Dann die Shareholder-Struktur. Diese zwei, Adorabella und Cloudwing Ltd., sind übrigens Firmen in der Schweiz und gehören eben dem entsprechenden Oligarchen, der hier Voss Agro hat, nämlich Andrei G. Gurejew. Und Mrs. Gurejewa hat auch 5% bekommen. Und Litvinenko ist wahrscheinlich jemand aus dem Management. Das heißt, man hat ungefähr 30% übrig bleibenden Free Float. Das ist doch schon mal ganz interessant. Und sehr schönes Investorenmaterial, was man hier von Voss Agro bekommt auch. So, dann schauen wir mal hier, was hat Voss Agro an Assets. Wie wir sehen, das sind hier die Hauptminen. Also es ist natürlich vertikal integriert. Das heißt, man hat hier Phosphorgestein, was man fördert, verteilt über den Westen von Russland. Der Firmensitz ist in Moskau. Sales Office in Russland. Okay, das sind nicht ganz so interessant. Was man herstellt, verschiedenste Sorten von Dünger. Das P ist dabei meistens der Phosphor. Das heißt, das sind entweder phosphororientierte Dünger oder Stickstoff-Phosphor-Dünger hier entsprechend. Aber man gute Diversifizierung und steigende Produktion. Was ganz interessant ist, man hat hier ein paar tausend Railcars, also Waggons, Güter. Und 27 Logistiksender. Ganz interessant ist hier in St. Petersburg, da ist man am Meer. Und hier hat man Anlagen auch im Hafen und kann sozusagen seinen Dünger in die weite Welt verschiffen und vermutlich hier oben im Norden auch. Und da ja eisfrei immer mehr wird, kann man hier auch aus dem Norden vielleicht dann entsprechend Dinge verschicken. Hier ein wenig zur Erklärung des Geschäftsgebarens. Also hier hat man Phosphat, Gestein und Schwefel und die braucht man eben hier im Endeffekt. P8 ist Phosphorsäure herzustellen und daraus macht man diesen Phosphordünger. Wie man sieht, wird auch der Phosphorgestein direkt auch verkauft. Und auf der anderen Seite aus Gas macht man Ammonia und aus Ammonia tut man die Stickstoffdünger herstellen. Nun, Self-Sufficiency, also wie viel tut man selbst produzieren? 100% des Phosphatgesteins, das ist eben die Minen, die man hat. Immerhin 93% der Schwefelsäure, 81% Ammonia. Das heißt, das, was Gruppa Azoti einkaufen muss, stellt man hier eben selber her.
und auch 41% Elektrizität. 80% Underground, 20% Open Pit Mining, was natürlich kostengünstiger ist. Das ist doch ganz interessant. So, dann, nachdem wir festgestellt haben, wir haben jetzt so einen tollen vertikal integrierten Hersteller hier. Hier sind die russischen Verkäufe an Düngern. Gut, wächst etwas, nur 11% immerhin. Und die Exporte, die etwas stärker wachsen. Und man sieht eben auch hier 7 versus 2,8, das heißt fast über 2/3 geht in den Export. Das finde ich immer wichtig bei russischen Firmen, weil ein gutes Standbein im lokalen Markt, aber trotzdem eben weltweit tätig, so gefällt das. So, wie verkauft man? Hier sieht man Global Traders, also sind Handelshäuser, sprich Glencore, Itochu und so weiter, ne? Und Direct Sales, also verkauft man direkt. Und da sieht man, dass dann doch der Großteil eben durch Handelshäuser verkauft wird. Das ist natürlich nicht besonders ideal, da man hier natürlich etwas Marge liegen lässt, aber gut, scheint ja trotzdem zu klappen mit 33%. So, und wo verkauft man hin? Man sieht direkten Verkauf oder auch über Handelshäuser, dass man doch praktisch die Welt bedient, außer interessanterweise China. Aber zumindest Südamerika, Nordamerika, Europa und auch Russland wird eben hier beliefert. Und das sind eben doch einige der wichtigen Märkte. China nicht, das ist schade, aber zum Beispiel Australien ist auch ein wichtiger Markt für Düngemittel. So, die Capital Expenditure Allocation. Man sieht, dass man in 2020, 2021 sogar etwas weniger investiert an committeden Projekten. Insgesamt 10,96 Billionen Rubel. Das entspricht 19% des EBITDA, hat man hier sich vorgenommen für Q3 2021. Wo will man hin? Hier ist etwas der Ausblick, wie man wachsen möchte. Fertilizer Produktion in Tonnen, und man sieht, dass man bis 2025 um 25% wachsen will, jährlich um 5%. 5%, ne, wir erinnern uns, Gruppe Azotti waren es ungefähr mehr so um die 2%. Das heißt deutlich besser. Und auch die Processing Margin, also wie viel kriegt man raus pro Tonne Phosphatgestein, soll eben hier wachsen bis 2025 expected. Das ist doch schon mal ganz interessant. So, Voss Agro ist in den üblichen Indexen drin, also den RTSI, den MITZEX, aber auch MSCI Emerging Markets, MSCI Russia. KGV von 7,3, wir erinnern uns, Gruppe Azotti hatte 11, irgendwas. Beides niedrig, aber 7,3 ist eigentlich ziemlich niedrig. Marketkapitalisierung 728 Milliarden Rubel, das entspricht ungefähr 8000 irgendwas Milliarden Rubel. Yield, Dividenden-Yield 9,82%. Ist doch gut. So, wie sieht der Markt aus im Vergleich? Also jetzt nur, was Phosphatgestein angeht, Produzenten, ist man hier Nummer 3 nach eben der Mosaic Company USA und OCP in Marokko, wo es allerdings nichts zu investieren gibt, weil keine Aktie. Und hier ist man auch bei der Produktionskapazität eben, das ist die Konkurrenz, diese beiden, gut, und natürlich etwas China. Von den Preisen, vom Ausblick her, von den Phosphatdüngern, auch hier steigende Preise. Das heißt, mit den momentanen Margen sollte man hier an sich keine Probleme bekommen. Wie gesagt, die Kosten sind immer wichtig. Deswegen fand ich hier ganz interessant, mal auf die Kostensituation anzuschauen. Erste Spalte wieder, man beachte 2021, 2020. 9 Monate bzw. 3 Monate. Aber es ist ganz interessant, wenn man sich das mal so anschaut. Gut, man hat natürlich ein paar höhere Kosten in 2021 offensichtlich, im Allgemeinen. Aber was halt besonders raussticht, ist hier Ammonia und Schwefelsäure. Hier um 247 oder 171% Kosten gestiegen. Das ist schon gewaltig hier, ne? Hier in Q3 im dritten Quartal noch gewaltiger. Oder auch Brennstoff, also was man braucht, ne? um zum Beispiel in der Mine die LKWs rumfahren. Hier um 37% gestiegen. Dann hier Frachtkosten um 38. Ne? Das ist genau das, was der ganze Transport viel teurer geworden ist. Customs Duty, na, das ist ja interessant, ne? Woran das liegt. Ne? Na, ich will nichts sagen. Genau. Auf der anderen Seite Dinge wie zum Beispiel Russian Railroad Tariffs, also die Tarife für die Bahn, den Transport von den Lagerstätten oder Produktionsstätten bis nach St. Petersburg, bis zum Hafen, ist etwas gesunken.
Also man sieht hier tatsächlich Inflation an der Arbeit, was das für gewaltige Schwankungen sind für so einen Hersteller von solchen Rohstoffen. Ne? Also Rohmaterialien, Treibstoffen, Fracht und solche Dinge, wenn die mal hochgehen. Also trotzdem scheint man ja noch solche gute Margen zu haben. Das ist interessant. Also wäre die Düngemittelinflation nicht so, wie sie wäre, dann würde quasi den Hersteller hier die Kostenexplosion voll treffen. Also hier sieht man auch nochmal die stark gestiegenen Kosten, wie viel Prozent das ausmacht, grafisch angezeigt. Das ist schon gewaltig. Die Ammonia- und Schwefelpreise, die hier in die Höhe geschnellt sind. Interessanterweise Elektrizität in Russland offensichtlich weiterhin billig und natürlich auch das Gas von gutem Kollege Gazprom nicht teuer. Das ist halt ein Standortvorteil, definitiv. Das heißt, man kann konstatieren, steigende Rohstoffpreise, allerdings weiterhin teilweise niedrige Inlandspreise und dadurch für Gas und dadurch Vorteile. Schauen wir uns dann nochmal schwind historisch an, das ist hier die Verkäufe und man sieht eben, dass der Großteil tatsächlich eben von Phosphatdüngern, wie gesagt, kommt. Ein kleiner Teil von Stickstoffdüngern hier und den Phosphatrock, also das Gestein direkt zu verkaufen, ist ein kleinerer Teil. Umsätze schwankend, klar, ist ein zyklisches Geschäft. Bei Region, und hier kann man auch mal wieder sehen, man tut natürlich viel in Russland verkaufen, CIS, aber eben auch sehr viel in Europa, Lateinamerika, Südamerika und Asien läuft hier unter Others. Das ist natürlich nicht so toll. Und hier sind dementsprechend auch die Margen höher bei Phosphor und natürlich bei den Gesteinen direkt sind natürlich die Margen dann vermutlich auch nicht so hoch. Hier sieht man nochmal diesen Sales Breakdown in die verschiedenen Mineralien und Märkte. Was aber hier interessanter ist auf der linken Seite, dass jetzt eben aktuell in 2021 die Einnahmen hier stark gestiegen sind. Also 63%. Das ist natürlich doch gut, eben durch diese gute Preisentwicklung. Natürlich auch entsprechend höhere Kosten, aber hier ist man voll dabei und profitiert von diesen Preisen. So, dann hier nochmal eine kleine Analyse vom Hersteller, was die EBITDA-Marge angeht. Man scheint hier ja recht stolz zu sein. Sieht man auch historisch im Vergleich der anderen Peers, die natürlich hier nicht benannt sind, aber man kann natürlich davon ausgehen, OCP, The Mosaic etc., dass man hier eben mit 33% tatsächlich eben der Führer ist und dass die Marge eben stark ansteigt, während das bei den anderen nicht so sehr der Fall ist, sondern eher auch teilweise fällt. Und hier die Entwicklung der EBITDA-Marge, die war schon bei 43%, das ist natürlich unglaublich gewaltig, aber das ist natürlich ein super Trend, den man hier hat. Darauf kommt es ja doch an, wenn er nicht frisiert ist. So, dann sind wir ja auch schon mittendrin in den Finanzen und können sehen hier nochmal den Free Cashflow, der ja teilweise auch schon negativ war, aber jetzt eben stark angestiegen ist. Ist leider vermutlich auch eingepreist. Dann die Kostensituation im historischen Vergleich. Wie gesagt, das ist ja immer recht wichtig, dass man kostengünstig produzieren kann. Und hier sehr, sehr niedrig, historisch niedrig mit 40% seit 2013. Und auch diese Net-Debit-EBITDA-Rate, wie man sieht, im historischen einigermaßen immer gleich, aber momentan eigentlich auf einem relativ interessant niedrigen Wert. Also sehr gute Zahlen, würde ich sagen. So, jetzt nochmal das dritte Quartal, um das mal genau anzuschauen. Also Einnahmen sind stark gestiegen, eben diese 60%, durch eben hauptsächlich die Düngerpreise. Das Sales Volumen ist etwas runtergegangen. EBITDA auch extrem stark gestiegen durch die Düngerpreise. Sales Volumen etwas runtergegangen. Die Schuldenlage, man hat eben entsprechend Cash generiert und konnte Schulden zurückzahlen, hat das auch gemacht. Das ist schon mal sehr positiv. Auch der Free Cashflow, hauptsächlich, man ist sehr ehrlich und sagt, es liegt an den Preisen und dann hat man weniger Inventory, also weniger gebunkert. Genau, und Dividende von 30 Billionen, ich muss gestehen, das sind 78 Rubel pro GDR oder 334 Rubel per Share, müsste ich mal umrechnen, kurz. So, wenn wir dann in Q3 nochmal die Schuldenlage anschauen, dann sehen wir, dass das von den 1,86 noch weiter gesunken ist auf 0,83 Faktor. Das ist ziemlich genial. Allerdings eigentlich sind die Schulden leicht gestiegen.
Man hat einen Bond ausgegeben, das heißt, man hat die günstigen Zinsen, also hier 2,6% für Russland ist das schon sehr günstig ausgegeben. Wir hatten ja gesagt, glaube ich, BBB Minus Rating. Das heißt, man hat die Gunst der Stunde genutzt und ist also jetzt halt deutlich die, was man hier sagen kann, Verschuldung in US-Dollar, das ist natürlich nicht so gut. Viel Long-Term-Schulden, das ist gut. Das heißt, man kommt kurzfristig nicht in Probleme. Auch feste Schulden, insoweit auch gut gestreut. Loans und Bonds. Man sieht ja, dass man eben dann vermutlich Bonds zurückzahlen muss zu diesen Zeiten und Bankkredite entsprechend. Also bis auf die US-Dollar kann man sagen, gestiegene Schulden, aber gesunkene Verschuldungsquote. Genau, und Dollarschulden, dummerweise. Übrigens, diesen Bond, den man ausgegeben hat, das ist ein Eurobond, den hat man bei einem SPV, also ein Special Purpose Vehicle, ausgegeben, in US-Dollar an der ISE, das ist in der Irland Stock Exchange. Also in Irland wird der an der Börse gehandelt. So, dann vergleichen wir mal die zwei Kurse von unseren zwei Kandidaten, Grupa Azoty und Foss Agro, und der ist ziemlich eindeutig. Im Langfristchart, da brauchen wir gar nicht auf ein Jahr schauen. Grupa Azoty ist, sage ich mal, 2019 etwas runde gekommen und hat sich eigentlich von dem Crash in 2020 ganz wenig erholt und ist im Prinzip relativ flach. Während Foss Agro hier hochgegangen ist wie ein Growth-Aktie. Das heißt, das sind zwei absolut nicht vergleichbare Aktien hier. Und ich kann eigentlich nur jedem gratulieren, der in 2019 Foss Agro gekauft hat. Ist wie bei Severstal, ne? Einfach nur das Richtige gemacht. Yeah. Leider gehöre ich nicht dazu. Dumm. So, da sind wir wieder bei unserem allseits beliebten Investment Case. Lohnt sich denn das Investieren in eine dieser Aktien? Ja oder nein? Nun schauen wir uns erstmal den Markt an. Der Mineraldüngermarkt ist grundsätzlich interessant, braucht man, aber er ist natürlich sehr nah an der Chemieindustrie, also BASF und Co. Ich zumindest habe da gewisse Umweltbedenken, zumindest was den Chemieanteil angeht. Das heißt für mich eigentlich grenzwertiger Bereich für Investitionen und wenn, dann würde ich mich auf reine Düngemittelhersteller konzentrieren. Und selbst reine Düngemittelherstellung ist eben auch chemischer Prozess aus Gas, aus Schwefelsäure, nicht wirklich geiles Zeug. In diesem Sektor gibt es viel Merger und Acquisitions, das heißt, da könnte es natürlich irgendwann mal wieder eine Runde von Zusammenschlüssen geben. Was ich euch jetzt nicht zeigen konnte, leider, ist Uralkali, hatte ich vorher einmal in der Liste. Hochinteressante Firma, exzellentes Investorenmaterial, praktisch das visuell schönste Investorenmaterial, das ich jemals gesehen habe. Und das von einer russischen Firma. Foss Agro ist auch nicht schlecht. Das ist ein vertikal integrierter Spezialist für Kalium, also Kalidünger. Und der ist leider delistet, sowohl von der LSE als auch von der MOEX. Ist also von Private Equity von der Börse genommen werden. Die stopfen sich jetzt die ganzen Gewinne privat in die Taschen. Diese Schweine! Weil Uralkali war tatsächlich fast noch besser als Foss Agro. Also da ist dem Börsenwelt tatsächlich etwas verloren gegangen. Sehr, sehr schade. Naja, sie werden ihn ausquetschen. Grupa Azoty. Investorenmaterial nicht so geil, textlastig, zwar detailliert, aber man hat keine so richtige Freude dran. Wie gesagt, es ist eine halbe Chemiefirma, man hat sich mit Benzol, Phenol und so weiter, tut man Dinge tun. Also für mich ist da die Umweltproblematik tatsächlich ein Problem, das für mich das ausschließt. Könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr wollt. Ist euer Geld, eure Moral. Kohlekraftwerke wird hauptsächlich für Energiegewinnung genutzt. Das muss man ja auch nicht unbedingt fördern. Da gibt es den kleinen grünen Peter in mir. Er ist auch nicht vertikal integriert. Das heißt, man muss seine Rohstoffe einkaufen. Und ich muss ehrlich sagen, da fallen mir die vertikal integrierten russischen Konzerne dann doch irgendwie besser. Die Margen sind auch nicht so toll. Man hat zwar hochfliegende Ziele, davon ist man aber weit davon entfernt. In der Bilanz finde ich die ein oder andere Sache, die mir nicht ganz so gefällt. Insofern ist für mich Grupa Azoty ad acta gelegt. Könnt ihr natürlich anders sehen. Dann Foss Agro. Hervorragendes Investorenmaterial. Ihr habt es gesehen, ich konnte mich
konnte gar nicht alle Bildchen reinmachen, die ich so gefunden habe, ist innerhalb Russlands gut diversifiziert. Also man hat nicht nur einen Standort, wo man eben die Rohstoffe gewinnt, sondern mehrere, hat auch einen Hafen, das ist relativ gut, ist ein Spezialist in Phosphatdünger, auch wenn man Stickstoffdünger herstellt, eine extrem gute EBITDA-Marge und profitiert von eben den momentan hohen Preisen. Diese vertikale Integration, aber man hat dann doch noch irgendwie Teile, wo man, also Ammonium und Schwefel, wo man Fremdbezug hat, aber dann, wie wir gesehen haben, dann doch relativ kleine Teile. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Man hat zwar keine eigene Logistik als Ganzes, aber man hat Waggons. Uralkali macht das übrigens auch, die haben ihre eigenen Waggons. Sprich, man nutzt zwar Russian Railway, hat aber seine eigenen Waggons, die das transportieren und ist damit zwar auf die Bahn angewiesen, aber das ist halt wichtig in Russland. Ist auch gut für Railway-Aktien, die wir vielleicht auch mal anschauen sollten. Wenn ich mir die Investoren in Material gut angeschaut habe, dann habe ich gesehen, unter Verwendung von meinem neuen Buch über Fraud, dass hier tatsächlich einige Regeln geändert wurden, einige Policies geändert wurden, die sich leicht, also nicht massiv, aber leicht auf den höheren Profit auswirken. Das heißt, man hat hier schon etwas die Bilanz geschönt, ne, durch diese Änderungen. Ich kann jetzt nicht sagen, muss man beobachten, wie das weitergeht. Das ist ja leider nur im Vergleich mit verschiedenen Jahren zu sehen. Aber das muss man schon sagen, etwas eine Tendenz, die Bilanz noch etwas aufzuhübschen, kann ich trotzdem hier sehen. Leider, wie ihr gesehen habt an den Kursen, ist das bereits viel dieser guten Preisentwicklung eben eingepreist. Und trotzdem gibt es eben diesen niedrigen KGV. Man könnte sagen, manche Leute, die jetzt in diesen Trend reinkaufen, würden vielleicht sagen, kaufe ich trotzdem, weil ich will profitieren von dem Wachstum. 5% jährlich kann man ja an sich mal den fairen Wert damit ausrechnen. Für mich absolut sehr interessante Aktie und ich ärgere mich tatsächlich, dass ich die nicht früher gekauft habe. Das wäre tatsächlich was für frühes 2020 gewesen. Also wohl denen, die das rechtzeitig gekauft haben, die haben hier eine super Aktie und hier ist, glaube ich, auch, kann man wenig falsch machen, genauso wie früher bei Uralkali. Und ist für mich definitiv ein Kandidat für die Watchlist. Und wenn es da mal einen Einbruch gäbe, dann steht der bei mir definitiv auf der Liste, wo ich zuschlagen würde. So, ich bin noch ganz begeistert von Fossacro, das hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn jetzt Gruppe Azoti eher eine Enttäuschung war. Wenn ihr noch einen anderen Kandidaten hier aus diesem Düngermarkt habt, den ich gerne angucken sollte, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Mich würde zum Beispiel die israelische Firma ICL interessieren. Dann meldet euch gerne und ihr wisst ja, der Dünger für mich, das sind eure Abos und eure Likes. Lasst mir welche da, damit ich wachsen kann, dass unser Kanal hier wachsen kann. Und die nächsten Videos sind schon Vorbereitung. Deswegen Glöckchen drücken und dabei sein beim nächsten Video. Bis dann, euer Peter. Ciao.